Hi Leute, herzlich willkommen. Ich bin im Urlaub und ich nehme euch heute spontan mit auf eine coole Tour. Und zwar gehen wir in das Aquarium in Genua. Es fängt hier super dunkel an. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt irgendwas erkennt, aber wir gehen jetzt einfach mal los. So Leute, wir sind hier in einem Art Eingangsbereich noch immer und ich versuche jetzt mal für euch herauszufinden, wo es losgeht. Noch gibt es hier keine wirkliche Abzweigungen, aber wir schauen uns auf jeden Fall heute alles an, was wir in der Zeit schaffen können. Freunde, wir sind hier im allerersten Bereich und hier werden wir gleich begrüßt von einem riesigen, riesigen Aquarium. Ich werde euch gleich dazu sagen, was hier so steht. Aber das ist schon richtig eindrucksvoll. Ich habe hier noch was Krasses entdeckt. Ich drehe euch mal um. Das hier ist ziemlich krass, Leute. Das will ich euch zeigen. Das ist zu krass. Ja Leute, ich muss euch sagen, es ist ziemlich komisch, neben so vielen Touristen einfach ein Video für euch zu machen. Ich hoffe, es ist cool, aber jetzt guck mal, wer hier kommt. Nice. Sehr, sehr cool. Ich habe mich jetzt nochmal hier reingedrängt, um für euch eine richtig schöne Aufnahme zu machen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie groß die sind. Ja, mega cool der Anfang schon. Wir gucken jetzt mal weiter. Es lässt hier, wird hier einem wirklich nicht langweilig. Ich nehme euch jetzt einfach mit und zeige euch, was es hier noch so zu sehen gibt. Wir suchen uns jetzt hier mal ein Plätzchen, wo wir ein bisschen schauen können. Wahnsinn. Und wir haben hier oben tatsächlich, oh Leute, schaut euch das mal an. Wahnsinn. Also Leute, dieses Aquarium müssen wir uns auf jeden Fall in Detail anschauen. Ich warte nur, bis wir einen guten Spot kriegen. Das sieht cool aus. Ich werde euch jetzt ein bisschen was über die Fische erzählen, die ich hier kenne. Aber es sind nicht besonders viele, also genießt in erster Linie die Aufnahme der Tiere. Das ist auf jeden Fall ein Sägezahnfisch, glaube ich, sagt man dazu, den ihr hier hinten seht. Ich habe nicht gewusst, dass die so groß sind. Gucken wir hier oben nochmal. Das ist ein Katzenhai vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, aber die Form ist wirklich gigantisch. Schaut euch mal die lange Flosse hier hinten an. Das fühlt sich schon ein bisschen komisch an, so ein Video einfach in der Öffentlichkeit zu drehen. Ich fühle mich echt ein bisschen dämlich. Ich hoffe, das geht vorbei. Hier wird es wieder interessant, Leute. Jetzt gucken wir mal, was hier uns erwartet. Wow, das könnten Mönchsrobben sein, wenn mich nicht alles täuscht. Die gibt es auf jeden Fall im Mittelmeer, sind ganz, ganz schlimm vom Aussterben bedroht und sehr, sehr, sehr scheu in der Natur. Wir können mal ein bisschen weitergehen. Auf jeden Fall, die Einrichtung ist gigantisch. Ich weiß nicht, wie man es schafft, so viele... Oh. Also das sind mir jetzt gerade ein bisschen zu viele Leute da, aber ich habe was entdeckt, was wir uns in Ruhe alleine anschauen können. Es ist ziemlich gefährlich, die meisten von euch kennen diese Fische, berüchtigt dafür, dass sie innerhalb von Sekunden, wenn sie eine Art Blutrausch kriegen, ein Lebewesen auffressen können, und zwar die Piranhas. Die sind natürlich nicht vom Mittelmeer, aber sie sind hier ausgestellt in einem ziemlich coolen Aquarium, das wir uns jetzt anschauen. Und ihr seht, es sind Schwarmtiere, die in Gruppen leben, und es ist anscheinend kein Problem, dass diese kleinen Fische mit dabei sind. Also muss auf jeden Fall gut gefüttert werden. Ich würde natürlich echt gerne mal sehen, wie die fressen. Aber es sind tatsächlich eigentlich sehr, sehr scheue Tiere und in der Aquaristik absolut ein Thema. Also es gibt einige Leute, die ich kennengelernt habe, die Piranhas halten. Und alle haben mir gesagt, dass es ziemlich schwierig war. Nicht schwierig von der Haltung, aber dass sie dann... Was war das? Der eine hat gesagt, sie sind ihm dann gestorben wegen Stress und so weiter. Sie waren sehr scheu.
Aber das ist schon eindrucksvoll. Guckt euch die mal an. Hier können wir es nochmal sehen. Es ist tatsächlich die Mönchsrobbe, wie ich es vermutet habe. Ganz, ganz toll. Und was bei denen besonders ist, sie haben alle ein komplett individuelles Muster. Und die Männchen haben einen ganz großen dunklen Fleck. Also wird das wahrscheinlich ein Weibchen sein hier. Aber wahrscheinlich, also ich habe keine Ahnung, ist nur eine Vermutung. Es geht hier richtig weit rein, wahnsinnig eindrucksvoll. So Freunde, es geht weiter in, ihr seht es natürlich nicht, weil es gespiegelt ist, das Eiskönigreich nennen sie es hier. Das heißt, es ist hier auch schon deutlich kälter. Wir schauen mal, was uns hier so erwartet. Ich denke mal, wir werden Pinguine sehen und so weiter. Wir haben uns jetzt mal hier einen Platz ergattert und wir sehen hier wirklich kleine Pinguine. Herrlich, wie die verspielt hier durchs Wasser zogen. Ganz, ganz liebe, liebe Tiere. Guckt euch mal die Kollegen an, wie gemütlich die hier oben sind. Das haben sie auch wirklich schön eingerichtet. Ich hoffe, ihr hört mich, weil es war die ganze Zeit so laut. Weil natürlich, wir sind nicht die Einzigen, die dieses wunderschöne Aquarium hier bestaunen. Aber ich glaube, wir haben hier einen super Moment erwischt. Und den lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Wir gucken uns jetzt an, was die Kollegen hier so machen. Herrlich. Der eine ist schon wieder weg. Wir sind anscheinend hier schon wieder aus dem Eisreich draußen. Es waren doch nur Pinguine, was heißt nur, war ja super, sie zu sehen. Und wir gucken mal, wie es weitergeht. Wir sind ja auch direkt am Meer. Richtig cool, das Aquarium ist im Hafen. Also wenn ihr mal in Genua seid, es ist wirklich sehenswert. Es ist das zweitgrößte Aquarium in Europa. Ich glaube, in Spanien ist das größte und es ist 1992 eröffnet worden und seitdem ein großer Erfolg. Die Eröffnung war übrigens zur Feier der 500-jährigen Entdeckung Amerikas. Wir haben hier so einen Outdoor-Bereich. Ich bin aber nicht sicher, ob hier tatsächlich auch Tiere sind. Das schauen wir uns gleich mal an. Auf jeden Fall sind hier Tiere. Ich habe hier gerade eine riesige Schwanzflosse gesehen. Ich bin aber nicht sicher, ob das nicht tatsächlich eher für eine Show gedacht ist hier. Aber hier hinten seht ihr schon einen Delfin, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, definitiv, hier sind Delfine. Hier ist auch eine riesen Menschenmenge. Ich glaube, wir gehen hier einfach mal an den Rand und gucken, ob wir einen Blick erhaschen können auf die schönen Delfine. Also ich hoffe, dass die ein bisschen mehr Platz haben als hier, denn die Tiere sind echt groß und auch wenn das natürlich ein riesen Freiluftaquarium ist, finde ich, ist doch irgendwie etwas klein für so ein intelligentes Säugetier. Ich gehe hier gerade durch so eine Schulklasse durch. Vielleicht können wir die auch einfach überholen und haben dann ein bisschen Ruhe. Okay Freunde, wir sind an der Schulklasse vorbei, jetzt haben wir dann noch so eine Touristengruppe vor uns. Da müssen wir auch noch vorbei und dann geht es hoffentlich weiter mit den eigentlichen Highlights, die noch auf uns zukommen. Okay, Freunde, da ist noch eine Schulklasse. Ich sneak mich hier links mal kurz dran vorbei und bin in einem Restaurant gelandet. Ui. Na gut. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber ich bin hier inmitten von Horden von Leuten. Ja Leute, ich habe gerade mitbekommen, wie zwei von den Lehrern, also Animatoren, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, sind hier rausgegangen und sich darüber beklagt, wie viel los ist. Ganz herrlich, dieses Mamma Mia. naja, aber wir gucken mal weiter. Oh, hier wird es interessant. Ich zeige euch mal kurz, was ich gerade sehe. Hier geht es ziemlich ab, Leute. Wow, okay. Ich weiß, glaube ich, wo wir sind. Es gibt hier eine Art Streichelzoo der Aquaristik. Und zwar sind das eben Tiere, die man wirklich hier anfassen kann. Ich erinnere mich tatsächlich hier als Kind gewesen zu sein, mit vielleicht 7, 8 Jahren. Und natürlich war dieser Bereich unglaublich spannend. Wir gucken uns das mal an. Ich weiß nicht, was ich wirklich davon halte, dass man hier einfach ja, die Tiere streichelt. Ob die das mögen, wenn man sie die ganze Zeit anfasst. Ich wage es zu bezweifeln. Aber wir können uns mal davon einen Eindruck machen. Das Ganze sieht so aus, dass hier im Flachwasser lebende Tiere praktisch ausgestellt sind, die man problemlos anfassen kann. Wobei tatsächlich
meine ich, dass die hier noch nicht zum Anfassen sind, sondern es später weitere Bereiche gibt. Aber ich sehe gerade, die Schulklasse holt uns wieder ein. Deswegen machen wir uns schnell auf die Socken. Hier ist noch ein gelangweilter Staff-Member hinter mir. Die hat auch keinen Bock auf so viele Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber ganz ehrlich, die Tiere hier in dem Becken tun mir auch ein bisschen leid, muss ich zugeben. Aber vielleicht ist es denen auch einfach recht, hier im flachen Wasser zu sein. Ich kann es euch nicht sagen, Leute. Hier haben wir doch was, was uns auf jeden Fall interessiert. Common Prawn. Schauen wir, ob wir eine Garnele finden in diesem ganzen Bereich. Lustig ist, dass Svenja und ich schnorcheln waren und genau diese Fische gesehen haben. Ich sehe hier aber leider keine Garnele. Doch! Aha! Da ist die kleine Kollegin oder der Kollege. Ganz durchsichtig. Hier hinten nochmal. Ziemlich cool. Leider kommt es auf meinem Handy nicht so gut rüber, weil hier auch tatsächlich die Scheibe ein bisschen verschmiert ist. Die Schulklasse ist wieder auf unseren Fersen. Wir müssen hier schnell weiter. Ich zeige euch mal, was uns hier so erwartet. Auch ein Display-Tank. Kann euch nicht genau sagen, was das für Tiere sind. Vielleicht schreibt ihr es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Es sind Sturgeons. Störe wahrscheinlich. Verschiedene Arten von Stören. So, Freunde, ich muss mal kurz kapieren, wie wir hier dabei rauskommen, weil... Oh, Schulklasse. Schnell ein Turn. Ich schmuggel mich mal hier durch. Und ich weiß nicht, ob es hier rausgeht. Nee, das ist ein Notausgang. Oh je. Wir sind mittendrin, Freunde. Mittendrin. Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Jetzt soll ich auch einfach mit denen mitgehen. Ja, sie haben uns den richtigen Weg gewiesen. Und zwar haben wir hier ein ziemlich großes, soweit ich das erkennen kann, tropisches Aquarium. Guckt mal, Leute. Nichts für ungut, Leute, aber mir ist hier einfach viel zu voll gerade. Ich kann es gar nicht genießen. Und deswegen habe ich auch keinen Bock, da ein Video für euch zu machen. Deswegen, ich würde vorschlagen, wir warten einfach ab, bis die Schulklassen weg sind und versuchen nicht von ihnen davon zu rennen. Die angegebene Zeit online hieß, dass man ungefähr 2,5 Stunden braucht, um einen Rundgang zu machen. So lange haben wir gar nicht Zeit heute. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen Gas geben und nur die wirklich spannenden Sachen ins Video mit aufnehmen. So, ich hoffe, dass die berüchtigte Schulklasse hier an dem tropischen Bereich hängen bleibt, wo sehr viele Aquarien, Terrarien auch waren. Ich habe mal ein bisschen geguckt, es gab ein paar Schlangen, ein paar Spinnen und Schildkröten. Da dachte ich mir, nutzen wir die Gelegenheit und gehen hier vor. Das war wahrscheinlich das Delfinbecken. Ihr seht hinter mir, wir sind schon wieder eingeholt worden. Was cool ist, ich glaube, dass es genau der Außenbereich war, den wir vorher gesehen haben, in dem wir jetzt praktisch waren. Und hier wird es auch wirklich groß. Also wir haben bestimmt nochmal eine Gelegenheit, hier genau zu gucken. Ich sehe es schon vor mir. Und hier haben wir noch eine tolle Aussicht. Wow. Also das ist hier schon ziemlich, ziemlich cool. Ich weiß nicht, ob ihr erkennt, wie gigantisch groß das doch ist hinter mir. Und ich versuche jetzt nochmal hier einen Platz zu ergattern, dass wir uns die Delfine genau anschauen können. Wir sehen hier übrigens eine Schleuse. Also ich nehme an, dass das tatsächlich hier der Bereich für die Show ist, also für die Touristen, dass man die Delfine auch wirklich die ganze Zeit sieht, denn sonst finde ich es tatsächlich echt karg und langweilig. Die haben hier überhaupt keine Möglichkeit, sich zu verstecken oder zurückzuziehen. Die müssen die ganze Zeit hier praktisch im Rampenlicht stehen. Was meint ihr dazu, Leute? Findet ihr das ein bisschen übertrieben, dass die da die ganze Zeit ohne irgendeinen Rückzugort leben müssen? Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das auf Taucher angenehm ist. Also mir würde es keinen Spaß machen, wenn ich
die ganze Zeit im Rampenlicht stehen müsste. Jetzt muss ich mich mal kurz orientieren, es ist hier echt riesig, aber ich denke, wir müssen hier hoch. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr es gut findet, dass vielleicht Kinder sich bilden können und mit Bezug zur Natur kriegen durch so ein Aquarium, was ja absolut immer ein Argument ist, das man nicht bestreiten kann. Auf der anderen Seite ist es natürlich sicher nicht der optimale natürliche Lebensraum für so ein großes und intelligentes Tier. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Die Vermutung war richtig, ihr seht hier hinter mir sind die Außenaquarien. Also dieser Bereich war praktisch, wo wir gerade hergekommen sind. Nur wir waren sozusagen drunter bzw. im Aquarium. Jetzt kommen die Quallen. Das ist hier schon angeschrieben gewesen. Wir müssen hier nur noch hinaufsteigen. Und dann gucken wir uns die Quallen an. Ich bin ein riesen Quallenfan. Ich finde die ziemlich cool, aber sie ekeln mich auch ein bisschen. Das ist so eine gemischte Gefühlbeziehung. Vorher, Freunde, gehen wir aber nochmal hier rein. Das ist hier so eine Doppeltüre und hier geht's zu den Robben. Oh. Das ist ja herrlich. Merkt ihr, wie schön ruhig sie hier ist? Ein Traum. Ich glaube auch wieder, dass wir jetzt über dem Aquarium sind, wo wir vorher waren. Das heißt, wir haben hier so einen Gang und können praktisch von oben auf das Aquarium schauen, wo wir zuerst drinnen waren. Ich kann euch gar nicht vorstellen, wie froh ich bin, dass es mal ein bisschen ruhiger ist. Das war ja echt schlimm. So habe ich mir das eigentlich vorgestellt, dass ich mit euch hier ganz in Ruhe durchgehen kann und ein Video mache. Aber jetzt haben wir ja erreicht, was wir wollten. Jetzt dürfen wir nur nicht trödeln, dass wir bloß nicht... Oh, ich habe hier große Dreck, Leute. Guckt euch mal an. Da bin ich ein Riesenfan von, Leute. Das sind Fische aus dem Amazonasbereich, also Südamerika. Hier definitiv geht es dann langsam in Richtung Aquaristik. Was ihr hier seht, gibt es tatsächlich im Aquaristikbereich. Leider geht es ganz oft in die Hose, weil die einfach gigantisch groß werden. Also ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera erkennt, aber sie sind wirklich riesig. Und hier könnt ihr mal sehen, wie dick das Glas ist, meine Hand hier im Vergleich. Also das ist wirklich gigantisch, muss es natürlich auch sein. Und das ist ein sehr, sehr schönes Aquarium. Es ist ein bisschen zu hell gerade. Jetzt hat es die Kamera verstanden. Sehr, sehr, sehr cool. Und diese Fische, ich glaube Arowanas heißen sie, auf Deutsch bin ich nicht sicher, sind natürlich Raubfische. Und ihr seht an der Mundform, dass die dafür ausgelegt sind, von der Oberfläche des Wassers Tiere zu jagen. Ultra cooles Aquarium, wirklich ein Traum. Krasses Aquarium, das hat mir gerade sehr gut gefallen. Ja, vor allem, weil es näher an der Aquaristik, die ich kenne, dran ist, als die meisten gigantischen Hai- und Delfin-Aquarien. Es gibt wirklich, sage ich mal, verrückte Aquarianer und Aquarianerinnen, die etwas in der Größe oder auch ein bisschen kleiner tatsächlich machen. Und finde ich mega krass, sowas einfach mal zu sehen, weil wir mit unseren Garnelen sind natürlich im Bereich der Nano-Aquaristik eher unterwegs. Aber hat natürlich irgendwo dort seinen Ursprung. Finde ich wirklich toll. Hier sehen wir jetzt ganz viele Quallen, die hier in so runden Dingern gezeigt werden. Ziemlich cool gemacht auch. Die leben natürlich hier auch extrem von dieser Beleuchtung, sonst würde man die nicht so toll sehen. Leute, ich könnte euch was erzählen, aber ich zeige es euch halt einfach nur. Falls euch übrigens fragt, wo Svenja ist, die haben wir natürlich gleich am Anfang schon verloren, weil sie mit ihrer Kamera bestimmt beim ersten Aquarium hängen geblieben ist. Haben wir aber so abgemacht, dass ich euch einfach so ein bisschen rumführe und wir dann vielleicht manche Aufnahmen, die von Svenja sehr gelungen sind, noch mit zeigen. Oh, ich weiß, wo wir sind, Freunde. Wir sind jetzt über dem ersten Aquarium, wo wir die Sägezahnfische und so weiter gesehen haben. Ich glaube, ich kann euch hier mal eine coole Aufnahme machen. Hier unten sind die Leute, da standen wir erst und das ist das Aquarium.
Wow. Seht ihr, wie groß die sind? Unfassbar. Ich finde das hier echt intelligent gemacht, dass man immer wieder an denselben Aquarien vorbeikommt. Das hat natürlich einmal den Vorteil, dass ja, der Aquarienrundgang natürlich gigantisch dadurch wächst, aber man hat auch andere Blickwinkel und ja, Zeit, sich das auch mal ein bisschen in Ruhe anzuschauen. So, hier kommen Tintenfische anscheinend. Sehr interessant, finde ich. Wahnsinnig tolle Tiere. Vielleicht können wir einen sehen. Ja, Leute, den Tintenfisch habe ich leider nicht entdecken können für euch. Und wir sind tatsächlich durch, zumindest nehme ich das an, weil wir hier in einem Giftshop gelandet sind, aus dem ich ja, jetzt mal versuche rauszukommen. Leute, jetzt muss ich für euch ganz schnell was aufnehmen. Wir haben den richtigen Moment erwischt. Ich hätte erwartet, dass die ein bisschen wilder auf die Fische sind. Anscheinend werden die doch recht oft gefüttert. Oder sie sind einfach friedlich. Da hat sich gerade ein Mädchen ganz wild erschreckt, weil hier ein Fisch sehr nah gekommen ist. So, hier ist wieder unsere Schulklasse. Die haben wir sehr erfolgreich. Jetzt die ganze Zeit haben wir die vermieden. Es war jetzt richtig schön, da mit euch noch in Ruhe durchgehen zu können. Ja, wir gehen jetzt einfach praktisch wieder zurück. Und vielleicht finden wir ja noch irgendwas Cooles. Oftmals läuft man an irgendwas vorbei, gerade wenn man hier so viele Eindrücke hat. Das war das Aquarium in Genua. Ich fand es ziemlich cool, muss ich echt gestehen. Moralisch ist es natürlich immer so eine Sache. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, es bildet die Leute, es zeigt ihnen, was für krasse Sachen und was für ein starkes Leben es im Meer gibt und warum man es beschützen sollte. Auf der anderen Seite ist es natürlich energieaufwendig. Ich weiß nicht, inwieweit es ein Vorteil ist, dass es hier direkt am Meer ist, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das Hafenwasser hier verwendet wird. Also für die Filterung und so weiter. Wäre interessant, was ihr davon haltet. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es gefallen, mal so ein Video in diesem Format zu machen. In mir macht es grundlegend Spaß. Ja, lasst es mich auf jeden Fall wissen. Und ich sehe euch beim nächsten Video, was wahrscheinlich das Caridina-Einrichtungsvideo sein wird, das wir schon Ewigkeiten planen. Also abonnieren drücken, damit ihr es nicht verpasst und uns auch damit sagt, dass wir weiter mit unserem YouTube-Kanal machen sollen. Ich wünsche euch alles Gute, habt eine schöne Woche und bis bald. Ciao, ciao.